Seid gegrüßt, liebe Sternenreisende, zurück in der Galaxie WB05 auf der Frequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull. Ja, wir sind hier wieder zurück beim großen Stellaris-Multiplayer-Rollenspiel-Event von der Writing Bull Community. Und das Ganze hier hat eben nicht nur mit dem Kanal von Writing Bull zu tun, sondern eben mit seiner Community, die sich im Forum, dem Forum vom Writing Bull, das könnt ihr erreichen unter community.writingbull.de, ja, zusammenfindet, organisiert und Texte schreibt, ganz fleißig im Forum. Und natürlich auch zu diesem Event gibt es dort ein Unterforum, Kampf um Galaxie WB05. Da lohnt es sich immer mal reinzuschauen und zu den verschiedenen Reichen die jeweiligen Texte zu lesen. So, ja, meine Wenigkeit ist Gaius Julius Caesar und ich bin hier wieder mal nicht alleine. Bei mir ist wieder die Kari. Grüß dich. Einen schönen guten Abend. So, und wir werden jetzt mal in dieser Folge insgesamt mal die ganze Situation betrachten, nachdem wir jetzt schon die ganze Zeit sehr viel Rollenspiel und Spielereiche da hatten. Wir möchten hier den Orden des Zwielichts und das Reich von Miau natürlich auch noch dran nehmen. Allerdings hörten wir Nachrichten, dass beim Reich von Miau eine schreckliche Krankheit derzeit den großen Katzenherrscher befällt. Wir hoffen natürlich, dass er bald wieder gesund ist, sodass wir hier Kontakt aufnehmen können. Und beim Orden des Zwielichts hörten wir von einem seltsamen Ungleichgewicht in der Macht, sodass eine Kommunikation bisher leider nicht hergestellt werden konnte. Auch hier hoffen wir natürlich in Zukunft, das Ganze besser hinzubekommen und auch hier noch Kontakt herzustellen. Wir werden auf jeden Fall den ewigen Rat anweisen, dem alten Kater, wie er sich so schön nennt, ein wenig Katzenminze zu senden, damit es ihm besser geht. Und was das Ungleichgewicht der Macht angeht, es könnte natürlich am Dark Nebula liegen, Dark Hopes Nebula in seinem Reich. Ach, wer weiß, vielleicht muss er das erstmal ausgleichen. Das ist richtig, das könnte wirklich hier für eine Übermacht der dunklen Seite sorgen. Viele Zuschauer wissen sicherlich hier die ganzen Anspielungen und wissen, was gemeint ist. Übrigens, was vielleicht mal interessant ist, auch habe ich gerade gesehen, das Reich von Miau, das können wir uns insgesamt vielleicht mal teilweise bei den Reichen anschauen. Die Benennungen der Planetennamen ist hier sehr schön bei dem Reich von Miau. Einmal das große Sofa und einmal das große Glitzerloch. Und jetzt möchte ich wissen, warum das große Glitzerloch heißt. Einmal drauf gucken, weil es sehr viele Mineralien hat. Ja, okay. Hier. Da muss man ach so, hier kommen. Ist stimmt. Großes Glitzerloch. Vor allem hier, großes mit Glitzerloch 5. Asteroidengürtel passt. Schön, schön, schön. Wir können ja mal hier im Uhrzeigersinn nochmal durchgehen. Sylo-Souveränität, sind das irgendwie Castor, Sylo, Saltropis, Jumla? Die haben schon 4 Planeten, wenn ich das richtig sehe, kolonisiert. Die sind hier schon gut vorangekommen. Mhm. Und hier definitiv. Die vergessenen Kinder. Schaut euch das mal an, liebe Zuschauer. Was für Assoziationen habt ihr mit dem Reichsbild, das ihr hier gerade seht? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Könnt ihr hier irgendeine bestimmte Form erkennen bei den vergessenen Kindern? Wir werden jetzt mal nichts dazu sagen. Und ich bin mal gespannt, wer dazu alles was in die Kommentare schreibt. Ich werde mir das dann auf jeden Fall anschauen. Aber kommen wir kurz mal zu den Planeten der vergessenen Kinder. Einmal hier Sol Nova und Iritius. Und sie arbeiten sich halt im Moment gerade nach Honam Ter. Honam? Ja, Honam. Kann man manchmal ein bisschen schwer lesen. 22er Kontinentale und 10er Kontinentale Welt. Ich glaube, das kann ihnen keiner verübeln, dass er die gerne haben möchte. Wo dass genau? Man auf der großen Welt dann auch noch hochwertige Mineralien raus hat. Ja, wo genau ist die denn? Ich bin hier gerade ganz, ganz oben. Das nördlichste System. Das nördlichste System außerhalb ihres Reiches? Nein, nein, innerhalb. Die nördlichste Spitze der Ach, Ausbreitung. Ach, das Hanam Ter hier. Genau. Ah, ja, stimmt. Das sind die wirklich Auflösung macht das manchmal ein bisschen schwer zu lesen, ob das jetzt eine O oder eine A ist. Das sind wirklich hier auch schöne Planeten, die es hier gibt. Kontinentale Welten. Wir haben ja natürlich bei der Erstellung der Galaxie auch darauf geachtet, dass jeder der Spieler so ein kleines Goodie irgendwo in seiner Nähe hat. Genau. Da haben wir auf jeden Fall auf, so gut es ging, schöne Ausgeglichenheit
geachtet. Genauso, wie ihr sicherlich seht, die Ringwelt, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Es war halt so die Frage, wer sie bekommt. Wir dachten eigentlich, die vergessenen Kinder wären das, aber da hat jemand gut verhandelt und hat sie deswegen bekommen. Das ist ja auch das Schöne hier, dieses Events, der Möglichkeiten der Spieler hier im Roleplay, dass das auch wirklich hier genutzt wurde und dass die vergessenen Kinder sich hier zwar sehr gut ausbreiten können und die Endoran da vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, aber dafür konnten sie jetzt hier diplomatisch dieses wichtige System sich sichern. So, und der Denver, die Denver-Kolonien, die breiten sich auch immer weiter aus. Man merkt halt einfach sehr schön, dass die Spieler nicht so sagen, nicht so gierig sind und sagen, meins, 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 sondern sie machen das halt auch wirklich schon ihren Rollen angepasst. Wie zum Beispiel in Doran Hive. Die wollen sich halt nicht großartig ausbreiten vom IP her, also tun sie das auch nicht ganz, egal wie verlockt das System um sich herum vielleicht sein will. Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Wir können noch mal ganz kurz hier zu ihrer Welt schauen. Die schöne Gaia-Welt. Da haben sie ja auch erstmal schöne Ausbreitungsmöglichkeiten, obwohl sie hier auch wirklich mit den Robotern die Roboter hier hart schuften lassen, um die Mineralien abzubauen. Ja, sind wir ganz ehrlich, wer versteht das nicht? Oder? Natürlich, natürlich, das versteht man sehr. So, hier der ewige Rat. Interessant, hier auch das Elysium-System. Ich glaube, wir hatten bei einem anderen Reich auch ein Elysium-System. Ja, die vergessenen Kinder hatten ein System Elysium genannt. So, das letzte Mal den, wie hieß es dann, den Asteroiden gefunden hatten. Genau, schauen wir hier mal bei den Denver-Kolonien. Denver, ich sage immer irgendwie fast wie ein W, wenn ich die ausspreche, aber nein, Denver mit einem B natürlich. Die haben hier drei Planeten bisher. Wenn ich das richtig sehe, Denver, Bayou und Rindbikun. Bikun, je nachdem, wie man das ausspricht. Und sie bereiten sich gerade in Richtung Beres aus. Das beobachten wir schon eine ganze Weile. Die 16er Gaia-Welt. Richtig. Und die 16er Tundra und die 12er Savanne. Da kann man sich sicherlich auch was Gutes mit anfangen. Das haben wir auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie Yarad links daneben auch schon entdeckt haben. Yarad. Ah. Eine 13er Gaia-Welt. Und ein Sternentor. Aber gut, sie haben ja schon sogar ein Sternentor entdeckt, wenn ich das richtig sehe, in Astinda. In ihrem Reich sogar schon, ja. Genau. So, was für Planeten besiedeln die denn eigentlich nochmal? Waren das Ozean? Ja, Ozeanwelten. So ihre Hauptwelt. Genau. Gut, da haben sie natürlich hier mit anderen Planeten im Reich, weiß ich gar nicht, wie da, ja gut, tote Welten kann man sowieso vergessen, hier Tundra-Welten gibt es, arktische Welten, Wüstenwelten, kontinentale Welten, oh, noch eine Ozeanwelt hier, also sie so, haben auf Nodro jeden Fall, oben ist auch noch eine, genau, zwei Ozeanwelten in Nodro und in Nordak, also sie 25er sogar im Süden. Im Süden? Schauen wir mal kurz, ja, wow, da ist wirklich, da ist auf jeden Fall Ausbreitungspotenzial da, bei den Denver-Kolonien. Gut, schauen wir doch mal nochmal weiter bei der Authority of Kamdakor. Ich muss natürlich gerade so ein klein bisschen schmunzeln. Sie haben Piraten, die bei ihnen gespawnt sind. Und zwar in Echtichi. Ganz im Süden. Ganz im Süden. Bisschen weit weg. Warte mal. Ich finde das. Warte mal, bist du noch bei den Denver? Ich bin noch bei den Denver, genau. Ah, okay. Wenn man einfach diesen langen Pfad nach Süden folgt, unten in so einem Dreieck, in der Spitze davon, sind deren Piraten. Wie auch immer die da hinkommen. Tatsächlich. Wir schauen das mal genauer an. Wobei wir es in den letzten Wochen in diversen Testrunden auch schon festgestellt haben, dass Piraten teilweise auf der anderen Seite der Galaxie spawnen. Warum auch immer. Das war immer relativ witzig. Oh, ich habe Piraten gefunden. Was für ein Volk ist das denn? Ja. Aber gut, so weit entfernt sind sie ja jetzt in dem Fall auch nicht unbedingt. Das geht ja noch. Ja, gut, zwei Sprünge zur Grenze, aber dadurch, dass sie halt so relativ weit entfernt sind, kriegen sie halt leider auch nicht bloß uns plündern. Das ist das heißt, gegebenenfalls werden die das niemals erfahren, dass sie da unten sind. Ja, das stimmt. Gut, so, hier bei der Authority of Kamdakor zwei Planeten bisher, die kolonisiert wurden. Auch ein Sternentor ist schon in ihrem Bereich. Und natürlich viele verschiedene Systeme. Interessant ist ja jetzt hier auch,
das ganze Prozedere mit den Stationen. Es gibt ja jetzt halt hier Sternenbasenkapazitäten, die man einhalten muss. Das heißt, man muss schauen, wo baut man taktisch bessere Stationen, Sternenfestungen zum Beispiel, um jeweils dann dort Schiffe zu bauen oder zu reparieren oder als Basis nutzen zu können. Man bewegt sich ja auch langsamer fort, einfach weil jetzt hier nur noch Hyperraumrouten genutzt werden durch den Patch 2.0. Wenn man sich bei Ihnen jetzt auch mal Kaxima anschaut, das System genau in Ihrer Mitte, das ist an sich ein schöner Planet, er ist 23 Felder groß, hat sogar Batterieanstein. Das Problem ist, er hat ein aufgegebenes Terraforming-Projekt. Stimmt. Feldproduktion -20%, Zufriedenheit -10%. Man muss dazu sagen, er hat gerade mal sagenhafte drei Nahrungsfelder auf dem Planeten, insofern wird das jetzt nicht so viel Schwierigkeiten bereiten. Ich glaube, das größte Problem ist dafür Zufriedenheit. Ja, das stimmt. Also hier das zum Beispiel, der eine Teil ist hier schon recht unzufrieden. Zufriedenheit 30%. Es ist halt die Frage, ob er das jetzt später noch wegmachen wird oder ob er es bewusst ignoriert. Tja. Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, die Zufriedenheit hochzukriegen. Das ist richtig. Übrigens, wir können uns auch nochmal ein natürliches Wurmloch anschauen. Das haben sie nämlich zum Beispiel auch hier in ihrem System, in Peis oder Peit, je nachdem, wie man es aussprechen Ja. möchte. Das sieht Das ist für wirklich. uns sogar relativ lustig. Wir können ja direkt sogar sehen, wo das hinführt. Wenn man einmal draufklickt, kommt man direkt beim Ausgang raus. Ach, Und wirklich? das wäre Oh. beim Andorran Hive. Ja, gut, dass du das mir sagst. Dann habe ich das direkt hier mal zeigen können. Richtig, beim Andorran Hive. Ha, Die Spieler interessant. müssen das halt erst erforschen, aber für Ja. uns ist das relativ lustig, um einfach mal zu gucken, wo kommt man denn raus? Das könnte auf jeden Fall interessant werden, wenn die das erforscht haben, was Das dann Wurmloch da nördlich von Ihnen im steht. Rotanef kommt zum Beispiel mitten im Gebiet des Ordens des Helix raus. Rotanef, das schaue ich mir doch direkt auch mal noch an mit den Zuschauern zusammen. Jawohl. Ah, genau. Im Alderaan-Wurmloch kommt man dann raus. Sehr schön. Ah, sehr gut. Perfekt. Das ist wirklich interessant mit den Wurmlöchern hier und natürlich auch mit den Sternentoren, die wir dann später noch in Aktion sehen werden. Und das Gemeine ist halt, dass diese Wurmlöcher auch Grenzen umgehen. Sprich, wenn jemand zum Beispiel ein Piratenvolk spielt, durch das Wurmloch kommt und befindet sich innerhalb der Grenze des Reiches, wird er auch nicht rausgeworfen. Ja, da wird es gefährlich. Also da ist auch eine besondere Kriegsführung dann in Zukunft möglich. Sie machen einen paranoid, sagt man das mal so. Ja. Gut, schauen wir mal zum Holy Asharial Empire. Den, Der hat inzwischen die Lücke zur Gaia-Welt geschlossen. Sehr genau. schön. Das hat er wirklich schön gemacht, die Grenzen bereinigt sozusagen. Ein geschlossenes Reich, das hoffentlich geschlossen seinen Göttern dient. Oder wenigstens den Göttern, die es vorgeben. Ach, schauen wir mal. So, und Eigentlich ist er uns ja nicht ganz so wohlgesonnen. Mal gucken, aber ob wir ihn davon abbringen können. er hat ja ein Forschungsschiff im Auftrag des großen Gottes geopfert, also wenigstens die Besatzung dort. Also gibt es anscheinend doch noch Hoffnung. Ich meine, er wurde ja auch belohnt mit der Gaia-Welt. Mios, Ja. Myranor, Bax. Schön, schön, schön. Und dann haben wir so ein kleines Kuriosum, das Atrasan-Imperium. Ja. An sich auf der Karte komplett gelb angezeigt. Wenn man sich aber mal das Wappen von denen anguckt, das ist gelb-schwarz. Das ist richtig. Wir wissen immer noch nicht, warum das so ist. Mysteriös, mysteriös. Wer weiß, wer da seine Finger im Spiel hatte. Er war's. Ob das der Auf siebte jeden Fall war? Jeff. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Na gut. Schauen wir doch mal. Interessant auch hier ihr Hauptsystem Nostradama. Und wir schauen auch noch mal kurz, wie die denn ausschauen. Die haben auch ein sehr, sehr besonderes Äußeres. Insektoid. Auf jeden Fall interessant. Aber Mit Sklavenspezies, die in einer Sklavenabwägungseinrichtung arbeitet. genau, Okay. das können wir uns auch noch mal gleich anschauen. Hier auf der Heimatwelt sehen wir das jetzt mal genauer. Also hier einmal die Velarenheit, das ist die Hauptspezies, und dann die versklavte Spezies, die Vaznator. Wobei die Valarenheit teilweise auch Oh, versklavt ist. stimmt. Das sehe ich jetzt gerade auch. Das ist interessant. Ach ja, doch. Genau. Das hatte er, das hat in unserem Kontakt der Vertreter des Reiches, der Botschafter, auch alles ein bisschen kurz erklärt gehabt. Denn die haben ja ein besonderes Klassensystem, das Atrasan-Imperium. Ah. Die haben, also einerseits leben sie
ja, so haben sie es wenigstens genannt, in Harmonie mit den zwei Spezies. Also mich wundert es dann, dass irgendwie der eine Teil vollkommen versklavt ist, aber gut. Aber insgesamt gibt es hier mehrere Klassen. Ich glaube, 6 Stück waren es an der Zahl. Ich kann nicht genau sicher sagen, was alle, wie die alle hießen, aber eine Klasse waren zum Beispiel die Sklaven und dann gibt es auch noch die Klasse der Religiösen, die Klasse der Adligen und die Herrscherklasse. Und das ist hier alles wirklich so in Unter- und Oberordnungsprinzip aufgebaut. Und ganz oben steht natürlich der Kaiser des Atrasan-Imperiums. Wo auch sonst? Richtig, richtig. Die haben hier theoretisch auch noch ein Sternentor in Lando in ihrer Nähe und haben auch schon ein Wurmloch. Da können wir auch mal kurz durchfliegen. Das führt direkt zu den Katzen. Richtig hier zu den Miau. Einmal auch fast quer durch die Galaxis. Das ist auf jeden Fall interessant. Das bietet viele neue Möglichkeiten, so ein Wurmloch. Und sie haben hier eine direkte Grenze zum Reich der Strygos. Hier mit dem Eskant-System. Zu zwei Systemen hier der Strygos. Die Strygos haben 3 Planeten bisher. Die Atrasan hatten auch 3, genau. Die haben beide 3 bisher kolonisiert. Schön hier auch die Namen. Neben Strygos und Lamia, der Nachthafen. Das will ich mir mal anschauen. Okay, bisher ist das aber hier nur eine normale Station. Schauen wir mal den Planeten kurz an. Eine aride Welt. Interessant, ein trockenes Klima. Und Sklaven, ja. Interessant ist ja auch, die Strygoi an sich haben ja ein sehr, sehr besonderes Erscheinungsbild. Ich kann das nochmal genauer zeigen. Das Reich der Strygoi. Ich muss leider gerade ein bisschen still sein. Kein Problem. Wir schauen hier gerade mal nach dem Reich. Jetzt habe ich es wahrscheinlich übersehen. Hier ist es. Hier seht ihr, liebe Zuschauer, nochmal das Äußere des Strygos, des Strygoi, besser gesagt. Ein sehr, ja, wie man es nimmt, entstelltes Gesicht, würden manche sagen. Vielleicht ist es für die Strygoi ganz normal. Wir wissen es nicht. Genau. Gut. So, wie man aber auch sieht, sind die Strügel relativ stark eingeengt. Überall im Norden Sapphire Lurkers, Emerald Roamers. Oh, ich Das sehe gerade stimmt. das Prism, das spricht hier das Hauptgebäude von denen, der ehemalige Nidus. Genau. Ich zeige hier gerade mal ein paar Die Bergbaudrohnen. Minenruinen sind bei ihnen sehr aktiv. Deren Hauptgebäude ist ganz oben links in Boldan, Baidan. Baldan, ja, genau, da war ich gerade auch. Was haben wir hier noch? Also, Ach, das sind gerade sehr. von den Grenzgebieten her, ich glaube, die haben keine Verbindung zum Norden. Ach, das sind Und alles wenn, die müssen sie ganzen sich den Drohnen. richtig freischießen. Ja, also die Drohnen sind hier wirklich gut vertreten in dieser Region. Stimmt, genau. Und hier in Hamkat sind das auch Drohnen? Die haben halt die jeweiligen Hauptgebäude Ja, von den richtig. Kristallen und den Minendrohnen bei sich. Dementsprechend Das. darum herum sind dann auch immer Ja, da ja, die sind Arbeiter sie von denen quasi. natürlich wirklich sehr eingeschränkt. Wir können hier nochmal schauen. Oh, die bewegen sich gerade. Kristallwesen bleiben hier alle Zeit ein bisschen in Bewegung. Müssen sich wahrscheinlich auch fit halten. Na gut, ja, und dann gibt das sozusagen die Möglichkeiten für den Orden, sich ein bisschen auszubreiten. Beziehungsweise der hat natürlich auch hier einige Roboter, die ihn ein bisschen einengen. Also einige Drohnen und andere Wesen. Der Orden des Zwielichts, das ist ja wirklich mal, da bin ich schon sehr gespannt mal darauf, auf den, wenn wir dann da mal Kontakt herstellen in den nächsten Folgen. Die Planeten hier, Tatoo, Alderaan und Ashla Bogan. Schön, 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 sehr interessant. Der Orden möchte ja das Gleichgewicht herstellen, beziehungsweise für Gleichgewicht in der Galaxis sorgen. Ich bin mal gespannt, wie er das hinbekommt oder hinbekommen möchte. Hier sehen wir auch mal die Flotte. Derzeit ein Kreuzer und der Rest sind Korvetten.
834 Kampfstärke. Es tut mir leid, im Hintergrund ertönt gerade Freiheit für Blue Peace. Blue Peace. Was ist denn damit genau gemeint? Ich glaube, Blue Peace demonstriert gerade für die Freiheit der Wale oder so. Ah, irgendwie sowas. Okay, sehr schön. Ja, die Zuschauer hören es sicherlich auch im Hintergrund. Da wird heftigst gesprochen. Ich meinte gerade eine Sternschnuppe hier zu sehen, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur mir eingebildet. Nun gut, schauen wir doch mal weiter zu der Trisari-Union, die es sich auch weiter ausgebreitet hat, derzeit 4 Planeten, Wolf, Moor, Guhur und Suri, in diesen Systemen sind die. Können wir mal kurz reinschauen hier zum Beispiel. Wolf. Man wird, sobald er sie erforscht hat, relativ gut mit strategischen Ressourcen haben, wenn man sich das hier so ansieht. Wenn jetzt schon 2, oder wie das ausgesprochen werden mag, Jurandkristalle hat er auch schon, auch wenn er es nicht weiß. Stimmt, hier Jurandkristalle. Richtig. Und hier oben auch nochmal. Zweimal Jurandkristalle und Zoro, richtig. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist natürlich interessant eigentlich für die Handelsrepublik, aber die hat ja auch ein paar Möglichkeiten für solche Vorkommen in ihrer Nähe. Aber da kann auf jeden Fall gut gehandelt werden von der Trisari-Union aus. Da können wir auch nochmal ganz kurz schauen zu ihrem Bild, wie denn ihre Hauptspezies. Wartet mal, wir werden das mal ausschalten. So, jetzt haben wir das ein bisschen besser. Hier, genau, die Trisari-Union. Und die haben ja auch wieder 2 Spezien. Fanatisch, egalitär und materialistisch. Wir können nochmal kurz schauen. Wartet, hier, Wolf Prime. Einmal die Tri und wie hieß die andere Spezies schon? Sari. Ach, die ja, natürlich. Logischerweise, ja. Da wurde dann im Namen nicht viel, da gab es dann keine großen Denker, da hat man sich dann recht einfach das Ganze gemacht. Im Namen des Reiches. Aber macht ja auch Sinn. Steht ja auch für Einigkeit. So, hier sehen wir sie mal, weil ich habe gerade geschaut, bei 2 anderen Planeten waren die Sari noch gar nicht vertreten. Aber hier auf der Hauptwelt sind sie sehr stark vertreten. Und ich glaube, die Sari sind eher etwas die Stärkeren, dafür etwas weniger Intelligenten. Und die Tri, ja, etwas, die so ein bisschen die Führung im Staat innehaben und die intelligenten Entscheidungen treffen. Mal mehr, mal weniger. Gut, das wird sich halt relativ schnell dann zeigen, wenn sie irgendwann sich mit dem Zinn-Imperium eventuell irgendwie einigen müssen. Das übrigens gerade zwischen ihnen ein paar Minendrohnen abschießt. Wo denn genau? Grade. Wo denn genau? In Talandra. Zwischen ihnen? Talandra? Genau, da tobt gerade eine mehr oder weniger kleine Schlacht. Das dürfte auch schon fast vorbei sein. Ja, wir sehen es. Interessant, auch mit zwei Flotten, oder? Also die kämpfen mit 2 Flotten hier gegen. Boah, das ist echt so hell. Da muss man. Ja, es sieht natürlich sehr, sehr hübsch aus, muss man sagen, gerade mit den Spuren der Triebwerken, die sich da rot durch die Nacht ziehen, aber Epileptiker-Warnung. Ja, auf jeden Fall Epileptiker-Warnung hier. Also sie waren siegreich hier. Rezikax Wattwor hat hier den Sieg davongetragen. Oh, jetzt wurde hier. Interessant, wahrscheinlich sind das jetzt die reparaturbedürftigen Schiffe, die zurückgeschickt werden. Durchaus eine gute Taktik, muss ich sagen, bevor er sie verliert. Stimmt. Das ist ja auch alles Geld. Richtig. Und hier wird noch. Holt sich damit halt ein System mit 10 Mineralien, 2 Energie, das lohnt schon. Wow, ja, hier, das stimmt. Der eine Asteroid, 4 Mineralien, das ist echt nicht schlecht. Und dann hier noch die ganzen Welten, die Sonne. Ja, da holt er sich auf jeden Fall ein mögliches gutes Reich. Die Frage ist dann, ob er hier zwischendrin Platz lässt oder ob er sich auch noch die vorher ein System. Ich meine, Ebamarkus ist ja eigentlich auch noch sehr sinnvoll, 6 Mineralien. Auf jeden Fall. Auch noch sehr reizvoll. Aber ich denke, man wird relativ schnell die Grenze zur Trisari-Union schließen. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, das Zinn-Imperium.
Das Zinnimperium, schauen wir doch mal. Wobei mir natürlich auffällt, dass er in seinem Reich immer noch so einige Mineralienfelder noch nicht ausgebaut hat. So in Iriam, so neuen Mineralien noch nicht Ja, das ausgebaut. ist immer so ein bisschen auch, glaube ich, die Abwägung. Möchte man expandieren, das heißt schnell seinen Raum sichern, auf Kosten seiner Wirtschaft. Das heißt, dass man weniger die Minen ausbaut, als dass man eben für Ausbreitung sorgt. Und das scheint hier ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu sein. Aber du hast vollkommen recht hier. Irium, 9 Mineralien, die hier noch möglich sind. Jomon, 2 Mineralien. Turais, 3 Mineralien. Und die Zinn haben hier noch als weitere Spezies auch die Mandschura. Ich soll übrigens gerade mal weitergeben. Wir sollen uns mal so ein klein bisschen mit der Handelsrepublik Ramal auseinandersetzen. Dort gibt es ein System namens Besetzt von Bloopies. Da wird gerade Oh, gestreikt. besetzt von Bloopies, ich sehe es. Bloopies-Streikende. Schauen wir doch mal. Besetzt von Bloopies, besetzt von Bloopies. Alle Planeten sind besetzt von Bloopies. Das ist aber mal richtig interessant. Okay. Oh, das Schiff ist weg. Zu schade. Was haben wir hier noch für ein Forschungsschiff? Ach, der ewige Ja, Rat das war hier. offizielle Bloopies-Schiff ist natürlich jetzt von den Sensoren verschwunden. Hust, hust! Geht natürlich spielmechanisch nicht so einfach. Ja. Was Schön. mir halt gerade massiv auffällt, ist, dass er nahezu kein System in seinem Reich ausgebaut hat. Oh ja, jetzt wo du es sagst. Das ist natürlich. Schaut euch das mal an, liebe Zuschauer. Also ihr seht das ja für alle, die Stellaris noch nicht so genau kennen. Wenn hier die Zahlen weiß sind, dann bedeutet das, dass das nicht ausgebaut ist. Sind die Zahlen gelb, dann sind sie ausgebaut. Da gibt es übrigens noch einen netten Tipp. Unten rechts sieht man ja die Leiste, die Karte. Ja. Da gibt es auf der linken Seite einen Haken, nennt sich Detailkartenmodus. Nimm den Haken mal raus. Dann sieht man nur noch das, was nicht ausgebaut ist. Oh ja. Dann werden natürlich aber auch sämtliche Planeten ausgeblendet, die man akut nicht besiedeln kann. Was in unserem Fall heißt, alle. Ja, richtig. Das ist für uns relativ unpraktisch. Das stimmt. Und bisher 3 Planeten kolonisiert. Und ein Sternentor schon in seinem Reich. Aber er hat sich jetzt auch ein bisschen, ja, jetzt wo ich es gerade Und in der sage, Sekunde breitet er sich weiter aus. ausgebreitet. Genau. Also anscheinend hat er vielleicht auch seine Mineralien direkt für die Ausbreitung genutzt. Obwohl ich hier, oder obwohl man hier eigentlich denken müsste, bei einer Handelsrepublik, dass sie doch gleich wieder noch mehr Gewinn machen möchte. Das heißt, dass sie ihren Gewinn einsetzt, um noch mehr Gewinn zu regenerieren. Also so kennt man das ja so ein bisschen von Handelsrepubliken oder von Händlern, die hier direkt gleich wieder mehr Geld und Mineralien in dem Fall noch auch scheffeln wollen. Aber ja, wer weiß, was dahinter steckt. Ich sehe übrigens gerade in Ardukt an seiner linken Grenze wird auch gerade wieder ein neuer Außenposten gebaut. Das heißt, die Grenze wird da gleich verschwinden. Stimmt, das können wir hier mal kurz anschauen. Schön, wie wir hier auch noch sehen, wie das sozusagen geplant ist. In grün hier und hier das Konstruktionsschiff. Nur ein kleiner lustiger Grafikbug. Die Drohnen vom Konstruktionsschiff, die bauen genau links neben dem Konstruktionsschiff, obwohl rechts die Station hinkommt. Aber gut. Okay, Warp-Technologie, Teleportation, Ja, Hexerei. wer weiß, wer das seine Finger im Spiel hat, welche Macht. Okay, Na es gut. ist tatsächlich so, dass er im Moment darauf setzt, einfach ganz schnell ein Gebiet zu claimen. Man sieht das jetzt gerade, er hat ein Konstruktionsschiff nach Zosma geschickt. Das hat genau zwei weitere Befehle. Ich mutmaße, er soll den ganzen Armbau erstmal claimen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt hier nochmal genutzt wird. Vor allem jetzt, wo man hier langsam eingequetscht wird zwischen zwei Reichen, als Handelsrepublik, zwischen dem Zinnimperium und dem Reich von Miao, wird es eng. Ich meine, er hat noch die Möglichkeit, das hat er gut gemacht, hier das Morrigard-System sich zu holen, zur Grenze zum Zinnimperium, ganz oben bei der Handelsrepublik. Da hat er jetzt die Möglichkeit, noch den nördlichen Arm sich zu sichern und zu holen. Also das war taktisch sehr klug, sich den zu holen, bevor das Zinnimperium den sich holt. Definitiv. Und ja gut, im Süden gibt es noch ein paar Systeme, die hat er sich ja auch schon gesichert. Die kann er in Ruhe irgendwann später sich holen. Aber jetzt noch die Grenzsysteme zu den jeweiligen Reichen, die versucht er, wie du sagst, natürlich auch noch zu sichern. Und danach kann er sich ja in Ruhe aufbauen. Ja, da gibt es dann verschiedene Taktiken, die jetzt hier mit den neuen Spielmechaniken möglich sind. So, und hier das Reich von Miao.
wo wir, glaube ich, angefangen haben, oder? Mit dem Genau, großen wir sind Sofa einmal rundherum. und dem großen Glitzerloch. Wir erinnern uns. Sehr schön. Wir haben einmal hier uns die ganzen Reiche angeschaut. Ist denn in der Zwischenzeit noch einiges passiert? Das Ich ist ein bin natürlich so bisschen. ein klein bisschen enttäuscht, dass er das Wurmloch nicht zum Wollknäuel umbenannt hat, aber gut. Ja, wer weiß, das kann ja noch kommen. Die Katzen überlegen bestimmt. Hier übrigens direkt neben dem Reich von Miau im Ustier-System ist Oh, ich sehe es auch gerade. Ah, sind böse sehr Falle. viele Mineralien. Die können gut locken, Ja. aber das kann sehr Am nach besten hinten einfach mal so losgehen. einen von diesen Asteroiden näher ranzeigen. Sieht auch sehr, Genau. sehr hübsch. Schaut euch den mal an, Das liebe Problem ist, Zuschauer. wenn man die abbaut, dann wird es unschön. Ja. Da kann da so einiges passieren. Der Fakt ist auch, es ist vollkommen egal, wie viele davon man anschließt. Mit der Zeit schlüpft da was raus und das frisst einfach alles. Dann sind Ja. das so sechs Flotten, die einen noch alle gleichzeitig angreifen, wenn man die halt säubern möchte. Es ist unschön. Er Es erforscht ist so. übrigens dieses System gerade. Naja, ich nehme an, er würde sich auch sehr schnell schnappen. Sobald er halt die entsprechende Flotte hat, kann er dann ja auch da wieder vor Ort rauskommen. Genau. Aber ich meine auch dieses das Bonussystem, das sieht auch sehr interessant aus. Oh ja. Das hat sich noch keiner gesichert. Vor allem aber die wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was es dort alles gibt, oder? Mit den Telda-Kristallen, der Nee, Terraforming-Flüssigkeit, sie sehen es ja nur bis zur dem Forschung, Swo. aber Eben, neuen genau. Mineralien, ne? Ja, allein schon die neuen Mineralien und fünf Energiecredits und die Forschung. Also das ist auch noch ein sehr, sehr, sehr schönes System, das sich hier zu lohnen holt auf jeden Fall. Und danach, dahinter ist ja auch noch ein Sternentor. Auch noch interessant. Gut, ja, dann haben wir uns nochmal mit den Reichen ein wenig beschäftigt. Dieses Mal ein bisschen aus Moderatorensicht, haben wir uns das Ganze ein bisschen angeschaut, wie sie aussehen. Und in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall dann noch mit dem Orden des Zwielichts Kontakt aufnehmen und natürlich mit dem Reich von Miau. Ich persönlich freue mich schon auf beide Kontakte. Also ich glaube, auch für die Zuschauer ist dort herrliches Rollenspiel möglich. Und so langsam, wir sind jetzt im Jahr 2232, kommen wir auch in eine Zeit, wo die Ausbreitung noch ja, immer größer wird und langsam die verschiedenen Reiche aneinander angrenzen und es jetzt darum geht, noch die letzten guten Systeme sich zu holen, wenigstens bei manchen Reichen. Also ich meine, ein paar andere Reiche wie die Authority of Kamdakor und das Holy Shari Empire hat noch ein bisschen Platz zwischendrin. Aber hier die Strygos, die sich richtig ausbreiten und auch das Atrasan-Imperium, da wird es dann eng. Und Und soeben hat sich übrigens auch der Endoran Hive in den Westen ausgebreitet und die richtig. Grenze zu den Denver-Kolonien geschlossen. Stimmt, das sehen wir jetzt hier auch, genau. Und ich würde sagen, damit können wir auch mal wieder diese Folge beenden. Ich hoffe, euch, liebe Zuschauer, euch hat es wieder gefallen, hier einen Einblick in die Galaxie WB05 zu erlangen, von all den Planeten im gesamten Universum, wo ihr uns auch immer zuschaut. Wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns natürlich auch wieder darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin, alles Gute, würde ich sagen, und auf Wiedersehen. Einen schönen Abend euch.